Ja, hallo und herzlich willkommen bei Sims 4, auch bekannt als täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe nach der letzten Session, ich habe die Auflösung jetzt ein bisschen umgestellt, man sieht es hoffentlich. Man kann die Icons jetzt hoffentlich etwas besser erkennen unten, ne? Also die GUI sieht man jetzt etwas besser und kann man auch besser lesen, die Texte drin und sowas. Und als ich, ich wechselte also nach der letzten Aufnahme raus aus Sims, wollte kurz die letzte Aufnahme mit der anderen Auflösung kurz unterbrechen natürlich und dann, ich habe vorher gespeichert, Sims schmierte ab, ich dachte mir, naja, ist ja nicht so wild, hast ja gerade gespeichert, lade ich einen Spielstand und alles wieder zurückgesetzt. Es ist einfach ein Traum, die beiden inzestiösen Monster schlafen immer noch oder schon wieder, ich weiß gar nicht. Ich habe Tränenmond jetzt mal im Boden spendiert, ich habe versucht alles wieder so hinzubiegen, wie es vorher war, außer für Frikadella habe ich hier noch eine ganz kleine Dunstabzugshaube über dem Klo installiert und das Klopapier natürlich ganz weit oben, wo man überhaupt nicht rankommt, ist total sinnlos. Das Blöde ist nur, wir starten jetzt schon wieder hier. Das ist echt blöd. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Energie ist aber egal. Wir ziehen das jetzt durch. Die Alte geht jetzt gefälligst mal pennen. So, hier, nicht lesen. Weg damit. Dann machen wir es richtig. Jetzt wissen wir auch, es scheint so, als würde jede Folge quasi so beginnen. Was ist, wieso leuchtet da? Ich glaube, es sind radioaktive Fische. Darf man nicht vergessen, das hier ist ja entstanden, als bei Frikadella die Blase geplatzt ist. Das haben wir ja festgestellt. Huch. Und jetzt gute Nacht mit dem Harry Potter. Hardy Potter Poster. Nee, ich will das nicht ansehen. Lass mich in Ruhe. Ach ja, Frikadella geht schiften. Das kommt mir alles verdächtig bekannt vor. Ich kann gar nicht sagen, warum. Frikadella geht mal eben ganz kurz, bevor sie explodiert, geht sie mal aufs Klo. Auch das kennen wir ja schon. Kommen wir, zoomen mal da ran. Jetzt haben wir hinten zum Glück die Lüftung. Oh, zum Aufstehen hat sie gerade nochmal die Schubrakete gegeben, da kommt sie besser vom Pott. Okay, was machst du denn jetzt? Ein Gericht nehmen, ja natürlich, das war ja ganz klar. Ich spule mal nicht vor. Ich überlege gerade, wie machen wir denn weiter? Sie will zur Musik aus Stereoanlage tanzen, Fridolin bei Hausaufgaben helfen, höheren Level der Kochfähigkeit. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Stereoanlage momentan nicht so sehr, weil sonst Tränenmond aufwacht. Und das will ich mal ausnahmsweise nicht. Kann ich das hier eigentlich auch hier, guck mal. Weg damit. Deine Träume platzen. Wie bei deiner Tochter. So, deine Träume platzen wie die Blase. Ja, das kennen wir ja schon. Ich wünschte, ich könnte die Fähigkeiten steigern und es würde nicht immer wieder in einen Debakel enden. So, sie hat dann auf jeden Fall, dann kann sie aber schon mal hier wegräumen. Aufräumen hier. Und dann hier auch mal aufräumen, sobald sie fertig gegessen hat. Das macht sie glücklich. Da hinten haben wir noch ein Buch. Das könnte sie theoretisch die Vielfraßspiele lesen. Oder sie könnte es auch weglegen. Dann räumt sie hier mal ein bisschen ihren Kindern hinterher. Ich glaube, dann fangen wir schon mal an, verantwortungsbewusst zu werden mit ihr. Und es ist 3 Uhr morgens. Da kann man ja auch mal was kochen. Letztes Mal. Und der Vorteil ist natürlich, Frikadella ist nicht älter geworden. Frikadella ist nicht älter geworden. Sie ist einfach jetzt wieder die junge Erwachsene, die sie schon immer war. Und vielleicht kann sie als junge Erwachsene, ich meine, gut, die hat ihre Kinder natürlich bekommen mit 10. Ne, die war ja früh reif, die hat sich schon ganz früh entwickelt. Die passte schon mit 3 nicht mehr in den BH. Also ganz Körper natürlich, über den Kopf und so. Was macht sie denn jetzt? Ah ja, sie liegt weg, natürlich. Was kann sie denn jetzt machen? Die Kinder, es ist 3.46 Uhr, sie kann noch gar kein Frühstück machen. Sie kann nur kochen, Grillkäse, Rührei, Macaroni und Käse. Und den Hamburger Kuchen haben wir jetzt auch schon gemacht. Bei Kuchen bin ich jetzt vorsichtig. Also bei Kuchen, vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit Kerzen, Zusammenhang mit Kerzen. Outfit ändern. Joggen gehen. Das ist also ihr Sportoutfit. Das ist also Frikadella Sportoutfit. Frikadella geht joggen. Natürlich, um 4 Uhr morgens. Hat die Fitnessfähigkeit. Wer ist? Dem. Ah ne, das kann ich jetzt nicht singen, weil der Mann ist, glaube ich, wenn diese Folge kommt, ist der vorgestern gestorben, der Eye of the Tiger Mann. Dem. Ich habe leider den Namen vergessen. Jetzt guckt doch der Frikadella nicht so aufs Hinterteil.
So, ich düse mal ein bisschen voran. Wo joggt die eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, wo die überall hin können. Es geht nur bis hier. Was ist denn hier? Hier ist ein Gemeinschaftsplatz. Ach, da joggt sie wieder zurück. Okay. Kann ich mit der Kamera auch fokussieren? Das weiß ich gar nicht. Huch. Na, wie gewagt sie die Straßenseite wechselt. Bom, 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 bom. Okay, sie ist gejoggt und die Hygiene natürlich. Alter, die Hygiene. Gerne. Fühlt sich unwohl, weil... Unerträglich erschöpft. Faule Sims hassen Aktivitäten. Selbst das Aufheben der Fernbedienung ist schon viel zu anstrengend. Wobei, das geht aber. Aufheben der Fernbedienung kann man machen. Hygiene. Kann sie denn jetzt Frühstück machen? Frühstück servieren und wir machen Rührei. So. Aufhören mit Joggen. Ist ja ekelhaft. Frikadella und Joggen. Also ganz ehrlich, das gibt eine 10 auf der Richterskala. Ich glaube, wir lassen ihn mal nach Hause gehen und einfach mal Frühstück machen. Das ist einfach Frikadella. Ich wollte gerade mal zu Anfang der Folge, weil wir eh immer wieder den gleichen Anfang haben, Murmeltier. Wer es übrigens nicht versteht, täglich grüßt das Murmeltier, ist ein Film. Wer es nicht versteht, sollte den Film gucken. Das ist die Ansage. Hat Frikadella wieder nicht gespült? Ich verstehe das immer nicht. Die pissen das Klo voll und dann steht das Wasser bis da oben. Warum läuft das denn nicht ab? Ekelhafte Jogger, ist ja widerlich. Und das um 5.17 Uhr morgens. So, Fridolin kann eigentlich schon mal verwenden. Duschen. Fridolin ist heute sehr verspielt. Spieltrieb. Spieler sind immer ein wenig verspielt. Ja, verstehe ich gar nicht. Du Spinner. Ich würde das am liebsten roh fressen, die ganze Eierpampe. Na gut, ich packe mal hier ein paar Schuppen rein, dann rühre ich den Scheiß mal um hier. Die kann ja gleich mit ihren Brüsten umrühren, so wie die da reinhängen, das geht natürlich auch. So, oder einen Schuss Milch zugeben. Okay, das ist, ja, lassen wir das mal. Obwohl, wenn man einen Schuss Milch natürlich zugibt bei Rührei, na gut, da hat man ein Omelette, aber ist halt auch lecker. Oder man hat ein Rührei mit Milch, was ist das da hinten, da sehe ich immer irgendwas. Das sind, glaube ich, die Autos da hinten. Ich glaube, da ist die Stadt. Da müssten wir eigentlich auch mal hin. Vielleicht machen wir das ja mal. Vielleicht schaffen wir das diese Folge. Ich weiß es gar nicht. Ach. Frühstück ist fertig, Kinder. Hier. Fress die Pampe oder lasst es. So. Er hat Hunger. Sie hat nicht unbedingt Hunger. Ich hoffe, die geht jetzt nicht ihren Sohn stalken in der Dusche, so wie letztes Mal. Eigentlich kann sie sich nochmal... Jetzt hat sie, ganz ehrlich, das hat sie sich verdient, oder? Fridolin, Hygiene? Wird langsam besser. Ich glaube, wir brauchen eine bessere Dusche. So, und dann müsste eigentlich auch Tränenmond langsam mal aufstehen. So, die nimmt sich auch ein Gericht. So, Fridolin ist glücklich, Tränenmond ja nicht so sehr. So, Fridolin kommt mal aus der Dusche langsam raus, dann kann er sich schon mal freimachen für Tränenmond. Dann haben wir das ein bisschen organisiert. Sie frisst, sie speist erstmal genüsslich. Das ist die glücklichste Familie der Welt. Ihr seid alle Bongo-Trommeln für mich. Was auch immer das heißt, wahrscheinlich möchte sie auf ihren Köpfen spielen. Was? Jabberhorn? Ach, Lorenzo, natürlich. Das ist eine wahrhaft glückliche Familie. Boah, heute Abend Froschschenkel. Die lutsche ich mir rein. Dann sind sie weg. Ich bin halb eine Französin. So. Eine Französin? Du hast mal einen Franzosen gegessen, so wie du aussiehst. So, hat die Charisma. Tränenmond hat Charisma erworben. Alter. Jump, die Bokana? Widaba? Efete Pelka. Kumiau Bouchard. Mama, wann gibt's mal wieder Grillkäse? Zerriebenen, traurigen Grillkäse. Er erfüllt mich so mit Seelenpein. Grillkäse auf Atomara-Ebene? Was? Lass uns mal über mich reden. Ich hab echt eine super Friese. Ey, guck mal, meine Haare sind perfekt heute, oder? Freunde. So, du siehst aus wie ein Dinosaurier. So, sie will... Nein, Frikadella geht jetzt nicht duschen.
Denn duschen geht hier eine ganz andere. Die hat zwar immer noch ein bisschen Hunger, muss aber vor allen Dingen aufs Klo, fühlt sich gerade ein bisschen unwohl. Die muss aber nochmal zu Ende essen. Und die wird dann auf jeden Fall, also die Frikadella wird auf jeden Fall nicht ihre Kinder. So, von der, eine nachdenkliche Dusche wäre natürlich schön, aber das kann man nur am Wochenende machen. Frikadella unterdessen ist ein wenig angefressen, stinkt wie ein angespülter Pottwal. Was kann die denn mal machen? Ich würde sagen, Frikadella lässt die Kinder mal machen und macht das, was sie am besten kann. Sie schleppt sich erschöpft zum Sofa, wo sie dann zusammenbricht. In ihrem eigenen Schweiß. So, ich pflanze mich hier. Kippt einfach um und ist eingeschlafen, natürlich. So, Fridolin räumt sogar hinter sich weg. Sie hat immer noch ein bisschen Hunger, ist immer noch ein bisschen am Speisen. Muss aber auch dringend mal, naja, den alten Grillkäse loswerden. Wobei der Käse verklebt ein bisschen hinten, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Bücher zu Ende lesen, was ist das denn hier? Mit Fridolin plaudern. Hat sie aber keine Zeit zu, denn sie tut jetzt was? Geschirr spülen. Das hätte sie auch lassen können. Oberschule besuchen. Okay. Ja, zumindest aufs Klo muss sie ganz dringend. Hygiene ist jetzt nicht ganz so toll bei ihr Tränenmond, aber sie ist ja leider auch... Ach, guck mal, wie lustig die gehen, wenn die aufs Klo müssen. Glücklich. Pissen macht glücklich. Pissen macht glücklich. So, die Blase ist geleert. Geleert und gefedert. Und deswegen kommst du jetzt mal runter vom Pott. Bitte nicht Hände waschen, du duschst jetzt eh. Du hast keine Zeit zum Hände waschen, du gehst eh duschen. Und wir müssen ganz kurz gucken, 8.25 Uhr, die muss jetzt ganz dringend raus. Wir brauchen dringend eine neue Dusche, die kostet viel zu viel Zeit. Regentropfen, die an mein Fenster klopfen. Na, da singt's aber wieder. Manchmal wünschte ich, ich wäre einer dieser Regentropfen verloren unter Millionen anderer. So, schnell, aber jetzt schnell aus der Dusche und ab in die Schule. Da latscht die ganz bequem jetzt erstmal. Kommt gar kein Schulbus mehr, ne? Die gehen jetzt einfach hier zur Straße und das war's. Alter, schlepp dich mal ein bisschen schneller. Der Timer läuft. 57, 58, 59. Aber ganz kurz, ganz knapp geschafft. Okay, Frikadella darf jetzt inzwischen auch. Hallo? Bedürfnisse, Hygiene. Sportkanal anschauen. So, wenn ich Berichte über joggende Menschen sehe, dann werde ich auch fit. Ach, hier, guck mal, sind die alle scheiße Sportler. Ja. Oh, das wäre was für mich. Ich wäre eine super Ballerina. Da schnalle ich mir die Schlittschuhe drunter. Die sieht man gar nicht bei meinen Quaddelfüßen. So, aber Frikadella muss auf jeden Fall erstmal, die möchte gerne tanzen. Das, weißt du was? Wir lassen sie tanzen. Einschalten, zuhören. Einschalten. Zu was tanzt sie denn? Frikadella tanzt nur zur Romantik. Ich bin verliebt, wenn es das gibt, wie Flusen aus dem Boden sieb, yeah. Ja, da kommen die Rhymes nur so rausgefloat bei der Frikadella. Was macht die denn? Gräbt die gerade Spaghetti um oder was? Ich bin mir gar nicht so sicher, was diese hotten Moves zu bedeuten haben. Aber sie ist auf jeden Fall glücklich. Alter, yeah, Baby, zeig uns die Moves, yeah. Alter, da taut sie richtig auf. Und in Gedanken ist sie zurück an jenem Tag, an jenem bedeutungsvollen Tag, auf dem Abschlussball. Als sie diesen jungen Rowdy kennenlernte, diesen Rebell, diesen Lebensphilosophen, über ein Glas Fruchtbowle und das ist romantisch. Alter, das war gerade romantisch und die wühlt jetzt in der Mülltonne noch was zu essen. Was ist denn los? Die stinkt schon. Oh, Travoy Plus? Ja, komisch.
Wühlt im Müll, Lektion Chaot. Wühlt im Müll, aber wundert sich. So, für die Herren gibt's natürlich wieder hier die volle Ladung. Wir brauchen dringend mal einen D-Pixler übrigens. Weil ich weiß genau, was ihr wollt. Ich weiß es doch. Unter der Dusche steht die Welt meistens still. Was? Hat jemand gehupt? Nein. Entschuldigung. Hat sich gerade so angehört. Ich wär manchmal gern ein Duschschwamm und erforsche deinen Körper. Jede Pore würde ich säubern mit der Zunge und erörter dir später all die Wörter, die mir auf dem Herzen liegen. Und dann lass ich einen fliegen. Und ich wünschte, ich könnte mit Matt duschen. Nicht mit Matt Damon, mit Hackmet. Hackmet Mahmoud, ja, so ein exotischer junger Mann. Oh, er würde mich zähmen wie eine wilde Stute. Manchmal möchte ich mir einen Sattel auf den Rücken schnallen und wild durch die Pampa toben mit Hackmet auf dem Rücken. Hackmet Mahmoud. Oh, muss ich selber lachen, Entschuldigung. Als ich klein war, habe ich gern Disney-Filme geguckt. Ich glaube an die wahre Liebe. Eines Tages. Was Kunibert wohl gerade macht. Ach, was für ein stattlicher Mann. Er hat den Körperbau eines Hühnerknochens, aber man konnte ihn mindestens genauso gut abnagen. Ach ja, das war Zeit damals. Den würde ich mir mal gern wieder zwischen die Brüste kleppen. Was? Oh nein, aufwischen, komm. Hat sie geplattert, die Frikadella. So, ich finde, sie sollte schon mal Mittagessen servieren. Und zwar Grillkäse. Ich habe nämlich etwas vor. Es gibt Traditionen, die müssen gewahrt werden. Ich mag das mit dem Radio übrigens. Finde ich sehr gut. Finde ich toll. Mochte ich aber schon immer bei Sims. So. Das kommt hier aber rin, alles in die Pfanne. Ach, Kochen macht mir Spaß. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin eine leidenschaftliche Frau und deswegen koche ich so gerne. Essen gibt mir das, was die Männer mir nie geben konnte. Und zwar ein Levelaufstieg. Frikadella hat Level 2 der Fähigkeit Kochen gelernt. Gemüse ist nicht so meins. Nee, aber Grillkäse, der sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Boah, die Mucke ist aber ganz cool, ne? So, einen leckeren Grillkäse. Und dann würde ich sagen, im Inventar platzieren. Auf die alten Zeiten. Auf das Frikadella immer einen Grillkäse dabei hat. So, Witz erzählen. Klick auf ein Zimmer und erzähl einen Witz. Das wird wohl heute nix. Faules Nickerchen, glücklich plus 2, dekoriert, glücklich plus 1, Hochgefühl. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim. Oh, ist fast zu schön zum Wechseln. Mag ich gerne. Natürlich Grillkäse-Sandwich essen, ist ja klar. Anmachsprüche durchsuchen. Manchmal versetzt es einen schon in die richtige Stimmung dafür, wenn man sich auf Liebe vorbereitet. Ja gut. Ich erwähnte ja schon, ich bin eine leidenschaftliche Frau. Und meine innere Leere kann ich nur mit Essen auffüllen. Aber ich bin auch eine Frau der Tat. Ich tat mir schon immer sehr leid. Aber jetzt packe ich's an. Also das Grillkäse-Sandwich. Ach, die kann jetzt essen und am Rechner gleichzeitig sitzen? Das ist das Multitasking, das ist ganz cool eigentlich. So, wen haben wir denn da? Oh, du bist immer mein bester Freund, Brian Grillkäse. Aber ich will nicht nur meinen Mund mit Leidenschaft füllen, sondern auch die anderen Begebenheiten meines Körpers. Ich habe Bedürfnisse. Und die sollen ausgefüllt werden. Ausgefüllt.
Ich war schon lange nicht mehr ausgefüllt. Die Trennung mit Kunibert habe ich nie verkraftet. Nach außen wirke ich fröhlich und unbekümmert, aber nach innen ist doch ein Teil von mir gestorben. Damals. Und ich weiß einfach nicht, wie man zu romantischer Musik tanzt. Diese Hüften. Diese Hüften hat er damals beherrscht. Mit eiserner Strenge regiert er mich. So, trinken. Natürlich, erstmal die Sorgen in Alkohol ertrinken. Ja, die Frikadella ist nicht unbedingt... Naja, sie ist nicht unbedingt immer glücklich. Und die Kinder wissen es nicht, aber manchmal, wenn sie in der Schule sind, dann trinkt die Frikadella heimlich und sehnt sich nach alten Zeiten zurück natürlich. Damals, als alles noch ein bisschen einfacher war, als sie auch noch jünger war. Ja. Und an die herrlichen, leidenschaftlichen Nächte, in denen sie auch ihre Kinder empfangen hat sozusagen. Huch, was ist das denn? Spielen, wegwerfen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat die Frikadelle wahrscheinlich rausgeholt. So, kümmern wir uns erstmal um die Kinder. Jetzt ist Frikadella-Zeit ist weg. Fridolin will duschen, weil er angespannt ist. Dann, das heißt, wir machen jetzt wahrscheinlich eine nicht nachdenkliche. Inspiration ist auch schön. Kokett nicht unbedingt erfrischend. Ich mache mal doch eine nachdenkliche Dusche. Der Fridolin braucht mal eine nachdenkliche Dusche. Und Tränenmond will Gitarre spielen, weil sie die Musik hört. Das kann ich auch. Musik im Radio. Eines Tages werde ich eine berühmte Sängerin. Und der Grundstein wird hier gelegt. Hinter dieser Wand, wo die echt stört. Dies ist ein Liebeslied. Ihr wollt ein Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt. Okay, das klingt nicht so gut zusammen. So, Frikadella müsste eigentlich, aber die schläft erstmal eine Runde. Bei der Musik. Ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann bei der Musik. Frikadella kann immer schlafen, auch wenn laute Musik spielt, natürlich. Jemanden umarmen, weil sie kokett ist. Oh. So, sie wollte ja eh Fridolin bei den Hausaufgaben helfen. Wie sieht's denn aus bei Fridolin? Spaß, Hunger. Okay, der braucht auf jeden Fall erstmal ein Gericht. Ich hoffe, das ist noch gut. Ist das noch Frühstück? Was ist das denn? Sich selbst vor dem Spiegel zu beruhigen versuchen. Oh nein, er ist angespannt. Muss aber erstmal was essen, bevor er sich beruhigt. Oh oh, nein, 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 das stinkt. Ich sehe es genau, es stinkt. Erstmal aufräumen. Jetzt ist er inspiriert nach der Dusche. Kunststück betrachten. Klick auf ein Kunstwerk, um es dir anzusehen. Okay. Nein! Hallo, Kunstwerk! Wo ist denn das Kunstwerk? So, ansehen. So, Frikadella geht erstmal... Was ist denn los? Jetzt ist er wieder angespannt. Eben war... Der wollte sich gerade noch das Kunstwerk betrachten und jetzt nicht mehr. Okay. Sich selbst... Sich zu beruhigen versuchen. Okay. Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Beruhige dich. Hey, alter Junge. Jetzt komm mal wieder klar im Leben. Du willst Rockstar werden. Gitarre spielen. Er hat doch damals immer Gitarre gespielt, ne? Tränenmond hat doch Klavier gespielt immer. Aber er muss trotzdem eine Rede üben. Huch. Wir müssen in dieser schwierigen Situation die Nerven bewahren und zusammenarbeiten. Ja, auf globaler, nationaler Ebene. Seid ihr alle bescheuert? Ihr glaubt den Scheiß auch noch, den ich rede. Das ist wie im Fernsehen. Alle Leute gucken auf mich und ich erzähle irgendeinen Scheiß und die Leute glauben das. Also, Freunde, wir müssen in dieser... Alter, was ist denn jetzt schon wieder?
Braucht Vergnügen. Stressiger Schultag. Okay. Braucht Vergnügen. Okay. Wir wechseln mal den Sender, denn er braucht auf jeden Fall elektronische Musik. So. Und dann tanzen. Spaß 4. Wir haben ja nichts anderes bei den Schlümpels. Bidi, bidi, bidi. Ich bin ein Roboter und sprühe gern Graffiti. Huch, achso. Ich dachte, er wäre elektronisch. Jetzt ist er inspiriert. Angespannt und inspiriert. Bei jemandem Luft machen? Nein. Tonight's the night belongs to lovers. Tonight's the night belongs to us. Tonight's the night belongs to lovers. Yeah, Scooter. Wie viel kostet der Fisch? Wie viel kosten die Pommes? Wie viel kostet der Tisch? Wie viel kosten die Ombres? Das Preisnachfragelied ist da. Yeah. Woo. Go Scooter, go Scooter. Yeah. Was kostet der Bass? Oh, Alter. Können wir das nicht lauter? So, der Spaß ist voll. Boah, wie krass. Die Sims jetzt auch noch mit Dubstep, Alter. Das ist ja genau Fridos Mucke. Der muss aber erstmal dringend aufs Klo, dann muss er was essen. So. Mach das mal ganz kurz aus. Ja, Fridolin muss aufs Klo. Alter, Fridolin, geh kacken. Und... ach, Frikadella. Woran erkennt man, dass Frikadella wach ist? Natürlich. Und jetzt braucht er erstmal eine Badewanne. Wir haben natürlich keine Badewanne. Das ist ein bisschen blöd. Kann der sich mal gerade was zu Abend essen? Der macht sich mal gerade Macaroni. Nee, komm, das muss Frikadella machen eigentlich, ne? So. Aber Frikadella isst ja gerade schon. Ist aber nicht sein Sandwich. Kann das nicht einfach irgendwas aus dem Kühlschrank nehmen? Schnelle Mahlzeit essen. Joghurt. So. Ist immer noch angespannt. Würde gerne baden. Jetzt ist er wieder inspiriert. Ich verstehe es nicht. Eine Gruppenmahlzeit zubereiten, weil er gerade inspiriert ist. Nein, es gibt jetzt erstmal einen billigen Joghurt. Oh, krieg ich was von einem Joghurt? Ich hab Hunger. Ich wünsche, ich hätte mir Joghurt auf mein Grillkäse-Sandwich geschmiert. Ja, Joghurt auf dem Grillkäse-Sandwich. Du hast doch auch eine Klatsche. Na Klatsche, mir reicht, ich gehe. So, er hat doch... der hat doch immer noch... ach so, er steht jetzt beim Essen. Okay, ich weiß zwar nicht warum. Ich glaube, der ist einfach so ein bisschen unentspannt. Ja. Hat die Rede geübt. Sie spielt da drüben Bruder Jakob. Er könnte eigentlich mal... die Mutti ist ja leider so ein bisschen so eine schäbige. Eigentlich könnte er hier mal... jetzt kann er es nur noch wegwerfen. Vorher konnte man darin spielen. Schade, hätte ich gern gesehen. Kommt mal ein bisschen zu spät. Müssen wir warten, bis Frikadella wieder hungert. Jetzt sitzt die schon wieder bei ihm auf dem Bett und liest. Ich dachte, die furzt da wieder hin und legt immer so ein Nugget aufs Bett. So, er muss... Fridolin muss schlafen. Tränenmond ist beschämt. Zuspruch an Spiegel geben. Warum ist sie denn beschämt? Kann erstmal der Gitarre aufhören. Warum? Musikalische Unsicherheit wegen schlecht gespielter Musik. Ja, na gut, das verstehe ich. Okay. Jetzt fühlt sie sich einfach nur unwohl, weil sie Hunger hat. Da kann doch Frikadella eigentlich mal eine Gruppenmahlzeit zubereiten, weil die wird ja wahrscheinlich im Laufe des Abends auch noch Hunger haben. Wenn ich den Balken sehe, dann müsste eigentlich bei Frikadella bis hier drüben gehen. Deswegen müssen wir mal gucken. Kochen. Abendessen servieren. Sie kann das ja schon mal machen. Fischtacos. Gerne auch Fischtacos. Und sie kann ja schon mal Energiehygiene. Sie kann ja schon mal duschen in der Zeit, oder? So, und dann kann sie nach der Dusche direkt essen. Das ist doch super. Hat jeder was zu tun? Außer Fridolin, der kann schon mal pennen. Was?
Der träumt wieder aus einem anderen Leben, als er noch ein Seemann war. So. Ah, mit Salat sogar. Und so mit gelben, ich weiß gar nicht, und Knoblauch natürlich. 5 dicke Knollen Knoblauch einfach reinpfeifen. Ein paar Tomaten gehen auch noch mit rein. So, willkürlich mit dem Messer. Alter, ich habe Angst, dass sie da Finger mit reinpackt, aber dann gibt's halt lecker Sucuk. So, alles reingeklatscht, ein bisschen rumschieben in der Pfanne. Muss Teflon sein, so dass rumrutscht. Da haftet ja gar nichts an. Ist ja ein Dream. So, Fischtacos. Lecker, lecker, lecker. Ein Gericht. Und sie ist hygienisch auch bald auf dem Damm. Dann kann sie sich ein Fischtaco nehmen. Ich würde ihr nur empfehlen, am nächsten Morgen nichts zu nehmen. Kann man die Blumen nicht gießen? Nee, ne? Nee, die kann man nicht mal anklicken. Die sind aber nur da. Schade eigentlich. Ich dachte, die kann man auch gießen. La, da, da, dam, dam, da, 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 da. Das Essen blinkt. Ich dachte gerade, Frikadelle hat da irgendwie so ein Geschmeider am Armgelenk. Aber das wird es auf keinen Fall gewesen sein. Okay, sie muss auf jeden Fall jetzt erstmal ganz kurz sich auch ein Gericht nehmen. Und danach wird sie nach dem Gericht nochmal aufs Pöttchen. Und danach wird sie schlafen gehen. Wie es sich geziemt. Und Frikadelle selber, weiß ich gar nicht, die ist ja ihre eigene Herrin. Die hat schon wieder gefurzt am Tisch. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Ja, Behorm. So, lockere Unterhaltung. Jetzt bin ich gespannt. Wow, das ist die lockerste Unterhaltung, die ich je gesehen habe. Die sind so entspannt einfach. Voll die glückliche Familie beim Tisch. Burl Pando? Die Sonne, ne? Samso. Die ist ja hell. Damit kann man bestimmt gut Gemüse schmoren. Auf der Sonne. Das spart Energie. Da brauche ich den Herd nicht anmachen. Und dann kommen die köstlichsten Gerichte raus, wie zum Beispiel Hamburger und Pommes. Aus Gemüse macht man Hamburger, Pommes und Cola. Das wusstest du nicht, aber wenn man das in der Sonne gärt... Können wir nicht lieber über nackte Frauen ohne Arme reden? Harmlose nackte Frauen sind meine Passion. Was hat die denn nicht? Geh mal pennen. Ich frage mich, wie harmlose nackte Frauen riechen. Ob die anders riechen als nackte Frauen mit Armen? Wie komme ich eigentlich darauf? Muss wohl am Fischtaco liegen. So. Frikadella ist eingeschlafen und träumt von Männern mit Typen auf dem Kopf. Ich glaube, es könnte sich um einen gewissen Herren handeln, der auch bald ins Let's Play kommen muss. So, sie isst nochmal gerade, musste nochmal ganz kurz, es ist aber schon, nee, 22 Uhr, das geht ja alles noch. Okay, super. Fridolin lacht wieder irre im Schlaf. Sie kann nachts eigentlich noch ein bisschen Schriftstellerei üben, ne? Sie will ja eh Schreiben üben, siehste? Aber sie muss ins Bett, sie hat ja keine Energie mehr. Jetzt nochmal schnell was zu Ende essen, dann sind die auch morgen fit. Da muss sie ja nicht bis nachts sitzen. Und morgens verströmen die Fischtacos dann einen köstlichen Eigengeruch. Und sie geht auch in ihr eigenes Bett, das finde ich gut. Achso, sie muss ja erstmal kurz. Eine große Last schmilzt von meiner Seele. So. Haben wir's jetzt. Achso, nach Hände waschen? Wer schnarcht? Alter, ich weiß genau, wer hier schnarcht. Ich weiß genau, wer hier schnarcht. So, Tränenmond geht natürlich als letzte schlafen. Eigentlich würde sie nachts lieber arbeiten. Sie ist ja ein Kind der Nacht. Aber auch sie geht jetzt schlafen und damit endet hoffentlich der Tag des Murmeltiers. Bis morgen!